In der dritten Folge von Ahsoka lernen wir einiges über die Macht, was scheinbar vielen Zuschauern komplett neu war, aber tatsächlich bereits seit dem allerersten Star Wars Film 1977 so war und auch für folgende Folgen von Ahsoka wichtig werden wird. Außerdem sehen wir einen kleinen Spacewalk mit Referenzen auf The Clone Wars und Rebels, ganz viele Easter Eggs zu Episode 4 und natürlich eine ganze Menge an Aufbau für nicht nur die Sequels, sondern auch die potenzielle Old Republic Backstory, die uns in den nächsten Jahren bei Star Wars erwarten wird. Das und viel mehr zeige ich euch heute in dieser neuen Folge von meinem Recap zu Ahsoka und ich weiß, das Video ist recht spät dran, ihr wollt was zur Folge 5 sehen, aber die letzten Wochen waren sehr vollgepackt mit verschiedenen Dingen, die mich abgelenkt haben und ein paar Tage Krankheit und diesen Detailgrad in diesen Analysen zu machen, das dauert einen Moment und ich brauche wirklich einen ganzen Tag dafür und wenn ich das nicht habe, dann verschiebt sich das halt alles. Und genau deshalb bekommt ihr auch immer mittwochs ja schon meine ersten Funde und generellen Gedanken und Theorien der neuesten Folge Ahsoka in der Folgenbesprechung auf meinem Kanal. Diese Woche hatte ich das zusammen mit Star Wars Stories, also schaut doch nochmal auf meinem Kanal vorbei, wo ich mit Star Wars Stories zusammen die fünfte Folge besprochen habe. Ich glaube nicht, dass das wirklich die World Between Worlds war. Ich glaube... Oh, that's deep. Ich glaube nicht, weil das Ding ist, die Regeln der World Between Worlds, die sie in Rebels aufstellen, sind so von Filoni eigentlich so klar gesagt. Am besten abonniert ihr direkt jetzt auch diesen Kanal, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst und aktiviert die Glocke, um das dann nicht zu verpassen, denn wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann hilft mir das unfassbar, wenn ihr auch zum Beispiel liked oder kommentiert. Alle Interaktionen mit diesen Videos sagt YouTube, hey, krass, es interessiert die Leute ja voll. Dann kriegt ihr das auf der Startseite und müsst nicht danach suchen und ich krieg's noch bei anderen Leuten mehr mit auf die Startseite geschleudert. Nun aber genug davon und rein in das Recap. Wir beginnen im Hyperraum, im Ahsokas Schiff. Dabei werden wir in eine Art von Lichtschwerttraining geworfen, die wir so noch gar nicht kennen. Hu Yang, offensichtlich ein Meister des Schwertkampfes, hatte ja auch genug Zeit, trainiert hier bei Sabine in der Nutzung dieser Klinge mit holographischen Trainingsschwertern, die sie durchschlagen muss. Interessant dabei fand ich, dass diese Trainingsschwerter von Hu Yang einfach holographische Tatami-Omote sind. Diese Tatami-Matten werden oft genutzt, um den Tameshigiri-Schnitttest mit dem Katana durchzuführen. Hierbei wird Geschwindigkeit und Kraft sowie Technik des Schwertkämpfers geprüft. Dabei gibt es auch eine bestimmte Abfolge von Schnitten an bestimmten Stellen dieser Matten, die gefordert werden. Wir sehen diese hier auch bei Hu Yang am Ende in dem Hologramm dargestellt und verglichen mit den roten Schnitten, die Sabine hier aber gesetzt hat. Und der signifikante Unterschied hierbei ist, dass bei Tameshigiri für gewöhnlich die Matte stabil steht und eine bestimmte Menge an Schnitten in schneller Abfolge in dieser stabil stehenden Matte gesetzt werden muss. Hier wechselt Hu Yang offensichtlich seine Position und verlangt eine bestimmte Schwertposition oder Schwertkampfstil von Sabine in jeder aufeinanderfolgenden Stellung. Fun Fact übrigens, diese Praxis diente früher wirklich, um Schwertschärfen zu testen und es wurden echte Körper verwendet, um diese zu durchschneiden. Heute sind es Matten und es geht nicht um Schnittkraft des Schwertes, sondern eher um die Technik des Schwertkämpfers. Außer es ist eine Dokumentation, dann benutzen sie die zum Schärfetest. Oh, ein Katana ist ein Schwert, krass. Nachdem Hu Yang Sabine wieder roastet, schlägt Ahsoka Satoshi vor, eine Kampfform, von der wir bisher, soweit ich zumindest weiß, noch nie gehört haben. Tatsächlich beruht diese allerdings, das ist jetzt übrigens eine gewisse Annahme auch nur von mir, auf der Figur Satoshi, einem blinden Samurai in einigen Romanen und aber auch Filmen in der japanischen quasi Popkultur der letzten 100 Jahre. Dieser nutzt seine verbleibenden Sinne so geschickt, dass er mit seinem als Blindenstock getarnten Schwert eine Menge an Antagonisten erledigen kann und auch andere Dinge, wie zum Beispiel im Würfelspiel und ähnlichen, die Herrschaft hat. Und das ist ja auch das, was wir die nächsten Szenen lang beobachten, den blinden Schwertkampf. Ja, Sabine muss blind mit dem Schwert gegen Ahsoka kämpfen und nicht nur irgendwelche Drohnen abwehren, welche mit ihr aber auch spielt. Auch das ist generell eine Referenz auf Samurai-Filme, wo der weise Meister so den Schüler ein bisschen in seinen Place puttet. Denn das Prinzip, wie man die Macht einsetzen kann, um sie im Kampf als Werkzeug zur Hilfe einzusetzen, also Dinge vorauszusehen im Grunde, ist eine Sache, die viel Fokus und Aufmerksamkeit sowie auch den Willen und den Glauben vor allem an ihre Effektivität erfordert. Wenn du gar nicht daran glaubst, dass es funktioniert, dann kann es nicht funktionieren. Und Ahsoka sagt hier etwas sehr Wichtiges, was bis auf das Training von Luke Skywalker unter Yoda in Episode 5 zurückgeht. Um die Macht führen zu können, muss man sich darauf einlassen. Man muss seinen Geist trainieren und nicht den Körper allein. Und der erste Schritt zu diesem Training ist überhaupt erstmal gegenüber dieser magischen Fähigkeit offen zu sein und sie in sich quasi aufzunehmen und zu akzeptieren. Das ist der Grund, warum Yoda Luke als jemanden bezeichnet, der failen wird und immer wieder tut, weil er nicht glaubt, dass die Dinge möglich sein können, die Yoda von ihm verlangt. Und er sagt das auch so. Es gibt diese komplette wichtige Szene im Star Wars Kanon davon. I don't believe it. Is why you fail.
Ahsoka holt eine Art halsschutzlosen Kendo-Helm aus dem Trainingsarsenal von Huyang. Hier hängen übrigens auch diverse Lichtschwerter und noch andere holographische Trainingsschwerter, die gleiche Art, die Huyang hier auch eben verwendete. Während dieses Kampfes sehen wir, wie Sabine tatsächlich beginnt, Ahsokas Schwert zu spüren und es wirklich auch zu treffen und zu schlagen. Eine ähnliche Szene kennen wir von Luke an Bord des Millennium Falcons in Episode 4, wo er den Schuss des Trainingsdruiden relativ schnell sogar erahnen und blockieren kann. Sabines Fortschritt ist dadurch hier weniger sichtbar, aber er ist da. Sie kann Ahsoka spüren, doch die beginnt erst wirklich zu treffen, als sie die Fassung verliert und Wut verspürt. Das ist auch der Grund, warum es so einfach ist, auf die dunkle Seite zu fallen. Wut und Hass, die sind anfangs stärker in der Verbindung mit der Macht, als eben Ausgeglichenheit und Fokus einem das erlauben. Aber wir sehen auch, wohin dieser Weg führt. Zum Sturz. Ahsoka warnt Sabine davor, sich der Wut hinzugeben. Auch das ist eine Referenz auf Ahsokas Vergangenheit in den Klonkriegen. Anakin war sicherlich stark, weil er so talentiert in der Macht war. Doch nicht zuletzt die Wut und Emotionen, die er von Anfang an verspürte, sorgten für seinen Fall. Auch seine stärkste Form, Vader, litt quasi darunter. Anakin. Anakin is gone. I am what remains. Ahsoka hat auch bei anderen Situationen gesehen, was die dunkle Seite machen kann. Sei das jetzt bei Dooku, Maul, auch bei Ezra mit Maul die ganze Verbindung oder auch bei Barriss ganz zurück in den Klonkrieg. Man mag auch argumentieren, dass sie selbst immer mal an dieser Grenze kratzte und das wird auch in den nächsten Folgen etwas interessanter noch, warum das hervorgehoben wird. Wir sehen als nächstes die republikanische Flotte. Darunter sind korollianische CR-90 Korvetts wie die Tantive 4. Tatsächlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine davon in der Tat auch die Tantive 4 ist, da diese bis zur Schlacht von Exegol 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin im Einsatz war und dort dann von Palpatine kaputt geblitzt wurde. Wir sehen ansonsten auch andere Mon Cala-Schiffe sowie eine Hammerhead-Korvette, mindestens eine, wahrscheinlich sind da mehr. An Bord der Home One trifft sich Hera dann mit Mon Mothma, welche auch 15 Jahre nach den Ereignissen von Endor immer noch genauso jung und elegant aussieht wie in der damaligen Serie. Wir sehen hier an ihrer Seite Senator Xiono, welcher wir bereits aus Star Wars Resistance kennen, für die Leute, die es überhaupt geschaut hat. Er ist ein Politiker von Hosnian Prime, der einer der größten Kritiker der Idee war, dass das Imperium wieder zurückkommen könnte überhaupt. Und wie er auch in dieser Szene schon beweist, war er nie ein Fan davon, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und selbst nach der Vernichtung des Hosnian-Systems, das ist übrigens sein Heimatplanet und der Kern der Republik, wo er gearbeitet hat, machte er immer noch die Resistance dafür verantwortlich, was seiner Familie geschehen ist. Und er kannte nicht seine eigenen Fehler an. Und dass dies bereits gute 25 Jahre vorher, also jetzt, begann, ist eine spannende Sache zu sehen. In der folgenden Unterhaltung finde ich besonders interessant, wie zurückhaltend hier Mothma eigentlich ist, als ihre Kollegen sich wirklich gegen eine Investigation aussprechen und quasi so tun, als ob das alles überhaupt gar keine Bedrohung wäre. Und schließlich ist ja sie das, die bereits in der Republik mit den Jedi aktiv als Senatorin war und dann die Rebellenflotte zusammengerufen und die Allianz gegründet hat. Also sie kennt sich eigentlich mit dieser Bedrohung aus und es sollte ihr bekannt vorkommen, diese Gefahr, die da ist. Dass Mothma hier so unglaublich passiv ist, unterstreicht erneut die Aussage des anderen Senators. Die Republik ist nicht neu, sie ist wiederhergestellt mit den gleichen Schwächen und Fehlern, wie sie damals schon hatte, bevor sie eben von der dunklen Bedrohung vernichtet wurde. Als nächstes sehen wir den jungen Jason zum ersten Mal in Live-Action. Ich habe es in der Besprechung damals schon angebracht, aber muss es hier nochmal sagen, es ist faszinierend, wie rezessiv Twi'lek-Gene zu sein scheint. Er ist halt einfach ein Mensch mit grünen Haaren. In Rebels sehen wir, dass er tatsächlich noch grüne Ohrspitzen hat, aber ja, mehr als das und die Haare hat er scheinbar von seiner Mutter nicht bekommen, der Rest ist von seinem Vater. Einerseits haben wir natürlich auch den Wunsch des Jedi-Werdens bei ihm von Kanan, aber er hat auch in seinem Outfit einige Sachen. Er hat zum Beispiel die Schulterplatte von Kanan und auch das umgedrehte Dreieck auf diesem auf dieser Brosche. Zurück auf Ahsokas Schiff haben Sabine und Ahsoka eine Unterhaltung über die Macht. Spannend. Hierbei finde ich den Punkt, wie viele Leute sich hierauf beschwert haben, dass Sabine auf einmal die Macht nutzen kann. Primär verwundert mich das, weil sie wortwörtlich sagt und wir sehen, dass sie es nicht kann. Ahsoka erklärt ihr jedoch, dass die Macht in allen Lebewesen ist und alles miteinander verbindet. Erstmals hören wir diesen Satz schon von Obi-Wan in Episode 4, dann von Yoda in Episode 5, dann von Qui-Gon in Episode 1, später auch nochmal von Luke in Episode 8. Ich weiß, das wollt ihr nicht wahrhaben. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and binds us. Luminous beings, Zogi, not this crude matter. Midichlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. Without the Midichlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. It's not about lifting rocks. It's the energy between all things, the tension, the balance that binds the universe together. Force resides in all living things, even you.
Und das sind, wie gesagt, nur die Filme. In Clone Wars, da geht ein ganzer Story-Arc darum, dass Yoda den Ursprung allen Lebens und der Macht findet auf einem Planeten. George Lucas höchstpersönlich hat immer und immer wieder wiederholt, die Macht ist nicht etwas, was nur bestimmte besondere Leute beherrschen können. Jeder kann zu einem gewissen Grad die Macht manipulieren, wenn die Person daran glaubt und weiß, was sie tun muss. Und wie Ahsoka gleich noch einmal sagt, es ist so wie bei allen Dingen. Talent spielt immer eine Rolle, wie schnell man vorankommt. Aber Training kann dieses Talent ausgleichen oder sogar, wenn man das hat, noch ausbauen. Und hier auch nochmal zu der Kritik, warum benutzt sich jeder die Macht? Das ist ja total unlogisch. Sabine sagt ja genau das in der Folge und fragt das. Und Ahsokas In-Universe-Antwort ist eben genau diese Idee mit dem Talent. Es fällt eben vielen Leuten sehr schwer, die Macht zu benutzen. Aber Training und Fokus definiert den Erfolg eines Machtnutzers. Das heißt nicht, dass Leute mit dem angeborenen Talent es nicht deutlich leichter haben. Deswegen gab es den Jedi-Orden und die Sith. Neben Leuten wie Anakin und Rey, sowie Ahsoka, von denen wir wissen, dass sie die Macht schon nutzten, bevor sie überhaupt wussten, was sie für Talente haben, gibt es auch eine ganze Menge an natürlichen Machtnutzern in Kanon und in Legends, die überhaupt kein Training wie die Jedi oder die Sith benutzen. Mira Luka zum Beispiel im Legends-Bereich. Doch was Ahsoka hier sagt, ist: Alles ist möglich, wenn du dich drauf einlässt. Wenn Sabine Fokus und Konzentration und Glauben üben würde, dann würde ihr Training deutlich leichter fallen und sie könnte schneller Fortschritte machen. Bisher ist sie aber zu verkopft, was von ihrer mandalorianischen Herkunft und ihrer generellen Attitüde stammt. Mandalorianer sind sehr in diesseits quasi. Eure Attitüde zu mir, die wird dadurch bestimmt, was hier für Content kommt. Einigen gefällt das sogar so gut, dass sie mich finanziell supporten möchten. Und die mich jetzt schon supporten und vielleicht sich jetzt noch dafür entscheiden, bekommen ab sofort sogar noch mehr. Sei das ein extra Videomonat mit verschiedenen Formaten, die ich euch mal vom klassischen Nerd Factory Video abweichend gebe, bis hin zu der Möglichkeit, dass alle Patrons und Kanalmitglieder auf dem höchsten Perk die Option haben, mir ein Video als Commission aufzugeben. Und ja, ihr könnt bestimmen, was für ein Video ich machen soll, wenn ihr dieses höchste Perk habt. Detailliert zu Star Wars oder Marvel oder schon mal was komplett anderes. Eine Challenge, ein ganz anderes Thema, One Piece zum Beispiel oder andere Franchises. Ich tauche in diese Themen dann ein und mache ein Nerd Factory Video nur für euch. Und wie gesagt, alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei Patreon den Regenmacher-Perk auswählen, beziehungsweise hier den Omega-Nerd-Perk werden, quasi auf den Kanalmitgliedern auf YouTube. Und dann mir einfach auf meinen letzten Beitrag, der nur für Kanalmitglieder war, zu antworten, was ihr gerne haben möchtet. Nerd Factory kann besser und größer werden, wenn ihr hier Support da lasst. Egal, ob das jetzt 99 Cent sind, was die kleinste Kanalmitgliedschaft ist, oder 49,99, was die höchste ist. Euer Support bedeutet mir unglaublich viel. Und wer nicht monatlich, sondern vielleicht auch nur einmal jetzt gerade ein bisschen was da lassen möchte, für einen Döner später oder so, der kann über den Thanks-Knopf unter dem Video das tun und gleich noch ein hervorgehobenes Kommentar da lassen, denn es wird angezeigt, wie viel ihr quasi mir da über den Danke-Button gegeben habt. Aber nun genug hiervon und zurück zum eigentlichen Thema des Videos. Ahsoka will ja auch gar nicht, dass Sabine zu einer Jedi wird. Sie will, dass Sabine ihr volles Potenzial ausnutzt und das liegt eben auch in der Lichtschwert-Kampf-Idee und der Macht. Und wir erinnern uns, der Grund, warum Ahsoka Sabine überhaupt trainiert ist, weil sie jemanden braucht, der ihr den Rücken frei hält. Das erfahren wir ja bereits in Folge 1, in der Hu Yang sagt, dass es eben nicht sein Job ist, sondern der eines Padawans. Das erklärt auch, warum sie weder Jason noch Grogu trainiert hat, weil das Kinder sind und das nicht unbedingt können. Hu Yang merkt ja auch, dass Ahsoka aus einer Reihe nicht traditioneller Jedi stammt. Und schauen wir mal nach, sehen wir, dass das mehr als wahr ist. Beginnen wir bei Dooku, welcher sich gegen die steifen Regeln des Ordens stellte und irgendwann in diesem Zwiespalt aus Realität und Dogma einfach sich verloren hat. Zu Qui-Gon, welcher seinen Sitz im Jedi-Rat immer wieder verspielte, weil er sich nicht an die klaren Strukturen und Regeln dieses Ordens halten wollte und ein bisschen abdriftete von nur der hellen Seite. Zu Obi-Wan, welcher einer der jüngsten Jedi-Meister wurde, der erste, der einen Sith nach 1000 Jahren ausschaltete und dann irgendwann auch mal tötete, der eine Liebesaffäre während seines Trainings hatte und dann den nächsten unkonventionellen Jedi ausbildet, vermutlich den unkonventionell testen Anakin Skywalker. Dieser war eine Geburt der Macht ohne wirklichen Vater, bekam als Jedi-Ritter Ahsoka schon als Padawan und sorgte am Ende mit für den Sturz des Jedi-Ordens und der ganzen Republik. Unkonventionell ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig gesagt. Als Ahsoka und Co. im Denim System jetzt ankommen, wird ihre Kommunikation mit Hera sofort unterbrochen und sie werden in ein Gefecht verwickelt. Die Schiffe, die wir hier sehen, sind optisch und natürlich vom Sounddesign an den Weltkriegsjägern orientiert, was wieder mal eine wundervolle Referenz auf den geistigen und optischen Ursprung von so viel in Star Wars ist Nazis. Wir sehen Shin Hati, Marok und eine Handvoll von Morgans Schergen, die übrigens die Akolyten genannt werden, in den Cockpits. Shin Hati trägt hierbei die gleiche Art Headset, die Anakin und Obi-Wan in Episode 3 am Anfang tragen. This is where the fun begins.
Natürlich ist Sabine im Geschützturm eine Referenz auf Luke in Episode 4 am Geschütz. Die Blaster der Jäger sind nochmal genau auch da platziert, wo die Bordgeschütze eines Weltkriegsflugzeugs waren. Nach Ruyangs Einwänden erkennt Ahsoka auch jetzt ihren Fehler. Sie sagt zwar, dass sie nicht will, dass Sabine ein Jedi wird, doch sie zwingt ihr die Lektionen auf, die eigentlich gar nicht zu Sabine passen. Also das, was sie eigentlich will, dass Sabine sie selbst ist, das verhindert Ahsoka aktuell. Sie hält kurz inne und beginnt mit Sabine zu kommunizieren, statt sie zu etwas zu zwingen. Sabine und Ahsoka arbeiten hier jetzt zusammen und können so drei der Jäger vernichten. Im sehr starken Kontrast dazu sehen wir jetzt nochmal Morgan und Shin. Morgan zieht Shin ab und sagt sie schämt sie sogar dafür, dass sie sie so weit rankommen lassen hat und so weiter und so fort. Morgan will sich jetzt selbst drum kümmern und beginnt die Geschütze der Scion auf Ahsoka zu richten. Und wir hören hier jetzt auch zum ersten Mal Maroks Stimme, ein sehr intensiver Voice-Changer auf einem Sprecher, der uns nie ausgeschrieben wird. Mittlerweile sind die Theorien ja schon alle gebrochen, aber an diesem Punkt ging es sehr, sehr wild. Wer könnte das jetzt sein? Ahsokas Schiff ist unfassbar manövrierfähig, wie wir sehen, und wir sehen das Flugäquivalent von Blasterschützen blocken, während Ahsoka das Schiff zwischen den Schüssen hin und her steuert. Man kann davon ausgehen, durch die Macht, aus dem gleichen Grund, warum man Schüsse blocken kann. Ein Schuss sitzt allerdings sehr gut und knockt das Schiff, sowie auch Huyang, genau in dem Moment, in dem er den Scan vervollständigt hat, aus. Morgan bekommt jetzt wieder einen schnippischen Satz von Shin, welcher sich wieder dem Schiff zuwendet. Ahsoka schmeißt sich in einen EV-Suit aus den Klonkriegen. Um genau zu sein, ist das ein auf sie angepasster Klontruppenfluganzug, den wir vor allem, ich glaube, aus Clone Wars eher kennen. In den Filmen haben wir die nicht so viel gesehen. Sie wehrt Blasterschüsse ab und flippt herum und zerstört damit einen weiteren Jäger direkt mit dem Lichtschwert im Weltraum. Solche Weltraum-Action, die sehen wir hier und da bereits in Rebels und auch in Clone Wars, auch da mal bei Filonis Lieblingsjedi Plo Koon, der auch das Schiff verlässt. Und nun sehen wir endlich zum ersten Mal in Live-Action eine volle und wunderschöne Purgle-Familie. Shin und Marok verlieren die anderen hier in den Tentakeln und zwischen den Space-Walen und können sie dann im Wald auch ebenfalls sich finden, weil Ahsoka und die Gang quasi alle Lebenszeichen ausschalten, inklusive Huyang. Huyang suggeriert dann, dass der Ring eine Nachbargalaxis erreichen könnte und dass die Jedi-Archive von Hyperraumrouten zwischen Galaxien sprechen, die den Routen der Purgle folgen. Interessant hieran finde ich, dass Huyang ja 25.000 Jahre alt ist und der Jedi-Orden im Grunde auch 25.000 Jahre alt ist. Das bedeutet, dass die Jedi-Archive diese Informationen erhalten haben müssen, kurz bevor Huyang in Betrieb genommen wurde, sodass er das selber gar nicht mitbekommen hat, oder es sind viel ältere Aufzeichnungen, die die Jedi nur übernommen haben. In diesem Zeitraum spielt auch der kommende Film übrigens von James Mangold. Ist diese Route und das, was am anderen Ende dieser auf uns wartet, also vielleicht ein erster Ankerpunkt für das, was Mangolds Film und diese ganze Dawn of the Jedi und Old Republic Ära dann mit sich bringt? Möglicherweise aligned das Ganze noch mit dem Sturz des Rakata-Imperiums, was ebenfalls vor 25.000 Jahren stattfand. Eine antike, ausgestorbene Zivilisation, welche Gewalt gemacht hatte, bevor die Jedi und die Sith auf den Planeten traten und sie quasi zurückdrängten bzw. stürzten. Eine Macht, die im Kanon als die Rakata-Invasoren benannt wurde. Könnte es also sein, dass sie hier quasi die Rakata aus einer anderen Galaxis waren, die bei uns eingefallen sind in dem Star Wars-Universum vor 25.000 Jahren, bevor sie dann von Machtnutzen Kriegern wie den Jedi zurückgedrängt wurden. Denn die Yuuzhan-Vong-Theorie, und ihr erinnert euch, das war die einzige extragalaktische Spezies, die in Legends existierte und im Kanon gibt es keine, bröckelt noch etwas weiter, wenn man den Ort, an dem das Deneb-System nämlich ist, betrachtet. Denn die Yuuzhan-Vong fielen exakt von der anderen Seite der Galaxis in die Galaxis ein. Deneb wäre also ein weiter Umweg von der Galaxis der Vong, wenn man jetzt die Rotation der Galaxien nicht mitberechnet. Vielleicht leint sich das dann irgendwann anders. In der nächsten Recap gehen wir dann auch noch mal ein bisschen mehr auf die Idee ein, was das Ganze miteinander zu tun hat. Also wie kann es eigentlich sein, dass gerade in Ahsoka die Rakata und die Old Republic und die World Between Worlds mit eingebracht werden, da diese Serie ja eigentlich in der Storyline spielt, die die First Order mächtig macht. Also was hat die Old Republic mit der First Order zu tun? Aber wie gesagt, das besprechen wir dann im nächsten Video. Ich danke euch in diesem Fall erstmal fürs Zuschauen. Heute gab es tatsächlich gar nicht so viele versteckte Dinge, weil wir auch primär Weltraum gesehen haben, aber mehr Action. Nächste Folge gibt es dann noch ein paar mehr Auszüge von Mystic. Und dann in der Folge 5, heieiei, dann geht's aber ab, da habe ich viel zu tun. Also, in den nächsten Tagen sehen wir uns hier wieder auf dem Kanal mit den anderen Recaps und dann sind wir endlich wieder aktuell und können auch mal wochenaktuell über die Folgen in den Recaps reden, hoffentlich. Mal schauen. Huh. Danke nochmal an alle Patrons, die mich da schon unterstützen und natürlich auch die Kanalmitglieder. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal, Rinjahauen.